Moin Moin, herzlich willkommen zu Den kocht, süß sauer nicht. Heute kochen wir chinesische Spare Ribs Suppe. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten: 500 Gramm Spare Ribs, 2 Tomaten, 2 bis 4 Möhren, 1 bis 2 Lauchzwiebeln, 4 bis 5 Scheiben Ingwer, Salz, optional Koriander. Zuerst Tomaten und Möhren grob würfeln. Dann Lauchzwiebeln in grobe Stücke schneiden. Ingwer in Scheiben schneiden. Und Koriander klein hacken. Und jetzt Spare Ribs mit kaltem Wasser aufsetzen und langsam erhitzen, bis das Wasser fast kocht. Das Wasser kocht fast. Jetzt Spare Ribs raus und in einen zweiten Topf. Dann geben wir heißes Wasser darauf, bis das Fleisch gerade bedeckt ist. Lauchzwiebeln und Ingwer dazu. Bei mittlerer Hitze kochen wir alles etwa 25 Minuten. Als wir heute angefangen haben zu kochen, habt ihr etwas Seltsames gesehen. Wir haben das Fleisch erst in kaltes Wasser und nicht in kochendes Wasser gelegt. Das Wasser mit dem grauen Schaum haben wir anschließend weggegossen. Warum? Das ist eine chinesische Zubereitungsart für Knochensuppe. Chinesen glauben, dass dabei der sogenannte Blutschaum aus dem Fleisch rausgezogen wird. Dann schmeckt die Brühe besser und das Fleisch schmeckt weniger nach Blut. Eine wissenschaftliche Begründung scheint es dafür nicht zu geben. Ich weiß nur, es funktioniert. Klingt komisch, ist aber so. 25 Minuten sind vorbei. Jetzt geben wir Tomaten und Möhren rein. Salz nach Belieben. Und jetzt noch 15 Minuten kochen lassen. Fertig! Chinesische Spare Ribs Suppe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Suppe mit dem Fleisch essen oder in der Brühe zum Beispiel Nudeln kochen. Vielen Dank nochmal für den Besuch. Ich lese gerne euer Feedback und wir kochen zusammen nächstes Mal. Auf Wiedersehen!